Jö, da wären wir wieder. Und ich habe mich dazu entschieden, jetzt nicht sofort die Kolonien zu gründen, weil es halt, wie eben am Ende der letzten Folge schon erwähnt, nicht wirklich notwendig ist. Erst wenn das Eisen da weg ist und das Kupfer, dann können wir versuchen, auf Krampf die beiden Basen da wegzumachen. Und es werden immer mehr Punkte. Und bis dahin versuchen wir halt, unseren Char hier ein bisschen hochzuleveln, sozusagen. Also primär hier mehr Ausrüstung. Das sind MK2-Schilde, richtig? Ja. Davon noch eins. Du bist ein MK1-Schild. Ja, noch ein zweites Schild. Oder warte mal, diese Laserdinger. Ihr könnt erstmal raus. So. Du passt da rein. Die waren nicht so super toll, aber vielleicht könnte man die irgendwie aufstufen. Forschung ist gleich fertig, dann können wir mal gucken. Stroh. Was? Och nö, nicht schon wieder. Warum verbrauchen wir gerade so viel Strom? Wegen zigtausend Robotern vielleicht? Ja, nö. Hier ist alles okay. Ja. Piep, piep. Ist hier unten auch alles okay? Kupferschmale. Hier sind auch alle schön am Arbeiten. Sehr komisch. Roboports sind immer noch im Platz 1. Wird sich auch nicht ändern. Weil das hier ist doof. Kupfer weg, Kupfer weg, Kupfer weg, Kupfer weg. Das dauert nicht mehr lange, dann ist das hier auch alles weg. Ja. Aber ja, wir haben hier oben schon einen Nachschub. Das ist okay. Das ist sehr besorgniserregend mit dem Strom gerade. Strom alle. Aus. Vorbei. Nada. Jetzt wird es gerade hell, also haben wir Glück. Aber wir brauchen unbedingt, unbedingt mehr Solarzellen. Komm. Hier war kein Platz mehr. Ja. Erweitern wir es hier noch ein bisschen nach unten. Von da die komischen Kisten im Weg sind. So. Nicht gut. Gar nicht gut. Ist echt doof, dass man keine besseren Solarpanels erfinden kann oder irgendwelche anderen stromerzeugenden Sachen. Und ich will jetzt nicht schon wieder mehr von den Steam Engines bauen. Stahl und grüne Chips. Daran hängt echt alles, ne? Ja, ist doof. So, dich bauen wir auch noch. Eins, zwei, drei, vier mehr. Und große Strommasten. Sehr gut. Kommen mit Robotics, Follower Robots, Combat Robot Damage, Discharge Defense. Scheint ein Ding zu sein. 3x3. Das ist viel zu groß. Nee, das hätten wir gerne nicht. Wir könnten schon mal die Power-Rüstung MK2 erforschen. Dafür bräuchten wir erstmal alle die hier. Boah, 300. Wollte ich doch verarschen. Das hier würde Sinn machen. Das würde aber auch Sinn machen. Schnelle Roboter auch. Kosten sogar nur in Anführungszeichen 250. Und mehr Logistik-Slots für uns. Hatten wir vor kurzem schon das Problem, dass da was fehlte? Das kostet keine lila Packs. Also, ja, komm, mach mal. Ist okay. So, währenddessen gucke ich mich hier um bei Stahl und grünen Chips. Du hast aber noch keine Module drin. Das heißt, wir hätten jetzt gerne grüne Module. Dafür brauchen wir rote Chips. Rote Chips werden schon veranschlagt. Aber wurden noch nicht geliefert. Und unsere Science Packs können wir nochmal abliefern hier unten. Bei der Einwurfanlage da. Rinder. Die sechs können wir auch noch verarbeiten. Da. So. Also grüne Module für die Öfen da oben brauchen wir unbedingt, weil die durchgehend in Betrieb sind und recht viel Strom verbrauchen. Rote Chips. Rote Chips brauchen grüne Chips. Das ist soweit alles okay. Warum ist hier ein Problem mit den roten Chips? Ist kein Problem. Es werden nur zu wenig hergestellt. Wo werden die hingebracht?
verfolgen ganz kurz die Roboter. Hier hin, zu den blauen Tränken. Ja, also Forschung, ja. Das ist nicht so schön. Wollen wir die Forschung kurz mal einstellen? Nee, komm, lass uns weiter. Aber ich habe so wenig anderes Produktives, was ich jetzt machen könnte. Also ja, ich könnte wieder losziehen und versuchen, Kleinkram kaputt zu machen, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Na komm, ich versuche jetzt mal mit 9 Schuss, warte mal, ein bisschen mehr Schuss. Ich versuche jetzt mal die kleine Basis da kaputt zu machen. Kleine Anführungszeichen. Mir reicht es, wenn ich einen Spawner zerschieße. So, Mission erfolgreich. Oh, hey, geil. Oh. Jo. Komm, Zintem. Geht schon beeindruckend aus. Du, reparier. Ich hätte eigentlich gerechnet damit, dass der Wagen stehen bleibt, wenn man aussteigt, was natürlich keinen Sinn macht, aber gut. Das haben wir schon mal gut programmiert. So, jetzt, nächstes Spawner. Da sind so viele Würmer. Würmer sind doof. Oh oh. Lauf. Ja. Piu, 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 piu. Hey, das Ding ist cool, das zum Kiten. Also nicht für die blauen Viecher, aber mit Kleinkram kriegt man ein bisschen hin. Piu. Tagsüber alles kein Problem. Naja, nachts jetzt ja auch nicht, ne? Wegen Reaktor? Ja, sehr schön. Aber der Turm. Also ja, er ist ganz nett zum Kiten. Und wenn man davon 2, 3 hätte, würde es vielleicht auch Schaden machen. Aber so ist mir, glaube ich, ein drittes Schild schon fast lieber. Wir haben einen Wurm umgebracht. Genial. Neuer Wagen. So, oh, Schild. Fragezeichen. Achso, weil das Schild voll ist, wird er nicht angezeigt. Das war mal eben gar nichts. Komm weg mit euch. Ich habe einen halben Wurm angeschlagen. Und primär mache ich das Ganze jetzt damit. Was war das? Primär mache ich das Ganze jetzt, damit währenddessen unsere Fabriken schön am Arbeiten sind. Und ich, wenn ich dann gleich mit der Aktion hier... Was kommt da von oben links? Wow. Die kamen von einer anderen Basis. Komm mal mit, Jungs. Ich habe hier oben so ein paar schöne Türme. Wo sind die hin? Das ist jetzt spooky. Hier ist ein Trupp von denen rumgelaufen. Die sahen so aus, als hätten sie die Basis angegriffen. Aber dann haben sie uns geschnuppert. Hier. Die liegen da auf der Lauer. Ah ja, krass. Okay. Komm mit, komm mit. So. Ja, gib ihm. Die Laserstrahlen, die sich so im Flug biegen. Ich glaube, jeder Physiker dreht sich da gerade um. Also da. Aussteigen. So. Also wir haben einen halben Wurm getötet. Wir haben ein... Ne, wir haben anderthalb Würmer getötet. Wir haben einen Spawner gekillt. Und wir haben einen so einen komischen Angriffstrupp in unsere Türme gelockt. Der kam bestimmt von da oben. So. Und jetzt nachts Viecher töten. Das ist so doof. Das Ding passt hier nirgendwo rein. Okay, ich roll einmal darüber und dann gucken wir mal. Okay. Lauf. Piu, 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 piu. Das Geräusch ist cool.
Naja, Bläulinge kratzt das nicht so wirklich. Ah. Gib ihm. Was haben wir kaputt gemacht? Bitte wenigstens einen Wurm. Nö. Aber den zweiten Spawner. Hey. Müssten jetzt nur noch Würmer da sein. Heißt das, wir können einfach hinlaufen? Ja. Wozu ein Auto? Man muss nur tierisch vorsichtig sein, weil die haben eine recht große Reichweite. Unser Schild hält halt nicht ewig. Was auch eine Sache ist, die ich ganz gerne eigentlich hätte. Hier ein drittes Schild. Oh na gut. Weg mit dir, weg mit dir. Eisen gesichert, würde ich sagen. Und ein bisschen Kohle. Das heißt, wir würden... Das sind schon die Ausläufe der Basis. Also wir würden jetzt diese großen Strommasten hier so lang bauen. Also da lang, da lang. Den hier die ganzen Mining Drills aufstellen. Eine Mauer außenrum. Und Lasertürme. Na komm, bau mal 12 Lasertürme. Mhm. Ja, okay. Was brauchen die großen Strommasten? Stahl. Das ist okay. Und das hier bitte alles wegmachen. Das hat mich eben ganz schön irritiert. Und in den Kommentaren meinten viele Leute, dass Bäume die beste Verteidigung wären und so weiter. Das ist auch eigentlich richtig, weil die Gegner drumherum laufen müssen und dadurch Zeit verlieren. Aber ich hab's lieber offensichtlich, wo Gegner sind, anstatt so Dschungelkampf zu machen. Das ist nicht so toll, finde ich. Das war falsch. So. Und immer wieder zwischendurch Mauern bauen, ne? Hatte ich mal gesagt. So. So. Wir machen jetzt eben ein Loch rein, da. Genau, also Lasertürme haben wir schon mal. Große Strommasten kommen auch gleich. Dann habe ich mal die Hoffnung, dass wir auch rote Chips abbekommen jetzt. Blaue Chips, ja. Rote Chips, Das ist komisch. Grüne kommen an, Stahl kommt an. Das ist sehr gut. Sehr viel Stahl kommt an. Super. So, ich hätte gerne noch 5 von diesen großen Dingern da. Mining Drills haben wir. Wie hatte ich mir den Abtransport vorgestellt? Es ist ja noch relativ nah dran. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich komme hier nirgendwo durch. Da. Ja. Abtransport war die Bahn, ne? Ja. Auch wenn das jetzt hier ein bisschen komisch ist. Sagt die Karte, da unten ist unsere Bahnstation, aber das können wir alles ja noch umstellen. Also unten ist die Bahnstation, weil da die Sachen angeliefert werden sollten, weil hier die Schmieden waren. Aber das ist jetzt alles vollkommen egal. Jetzt, wo die Roboterherrschaft da ist, ist es vollkommen egal, wo Sachen angeliefert werden, weil die Roboter können sie ja überall hinfliegen. Das heißt, wir könnten eine Bahnstation oben haben, eine Bahnstation unten. Und beides sind Anlieferungsposten. Eins halt für die nördlichen Kolonien und eins für die südlichen Kolonien. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wir hätten dann hier eine Bahnstation und da eine Bahnstation. Also man könnte natürlich auch einfach ein Fließband setzen oder hier einen Roboport oder so. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, alles super geil toll zu machen. Es geht darum, endlich mal die Bahn zu benutzen. Das heißt, wir setzen erstmal die Strommasten hin. Da kommt eine kleine Bahnstation hin, da kommt hier eine kleine Bahnstation hin und dann tingelt die Bahn hin und her. Wir könnten sie auch länger machen und dann nach unten führen, aber ich glaube, hin und her reicht erstmal. Brauchen wir noch einen zweiten Zug für. Also Diesel Locomotive, davon noch einen, genau. Also den Rest holen wir gleich unten ab. So, große Stromdinger. Wo stellen wir euch hin? Wo ist die Mitte? Da ist die Mitte. So.